Herzlich willkommen zur 106. Folge Space Exploration mit der Felix. Guten Tag. Guten Tag. Irgendwie habe ich keinen Strom mehr hier unten. Na dann, hast du wohl Pech. Ja, das denke ich mir auch so. Und so ähnlich. Aber warum eigentlich nicht? Weil es dunkel ist wahrscheinlich. Ne? Weil ich auch noch keinen Strom angeschlossen habe. Wieso habe ich hier noch keinen Strom? Weil es tatsächlich noch nicht angeschlossen ist. Da ist der Strom. Oh. Sieht trotzdem nicht viel besser aus. Dann ist ja gut. Bin ich der Einzige, der schon wieder vergessen hat, was wir jetzt machen wollten oder wo ich stehen geblieben bin? Das brauche ich noch. Ja, ich muss aber selber jetzt gerade mal so ein bisschen reingucken hier. Da ist Wasser. So, genau, da kommt Wasser raus und da kommt Öl raus. Das heißt, ich brauche also hier, das da kommt ein bisschen was. Da kommt so ein bisschen was. Das ist fertig. Was fehlt hier oben noch? Okay. Abbeplätze sind voll. Ist jetzt doof.
Oh. Achso. Was kam denn noch raus? Kohle, Eisen, also Kupfer. Kupfer muss man weg. Das ist hier unten alles so ein bisschen beängstigend, wenn man sich so die ganzen Sachen hier anguckt. Ich weiß nicht, was du meinst. Naja, zum Beispiel der dezente Kupferverbrauch. Oben gehen wir mit fast 4 vollen blauen Bändern rein. Ja. Die sind alleine nach der Anlage von den grünen Schaltkreisen schon fast nicht mehr existent. Da sind wir vielleicht, wenn es hochkommt, nur mit einem blauen voll, oh, wenn überhaupt. Okay. Und ab einem gewissen Zeitpunkt ist einfach gar nichts mehr drauf. Und ich muss sagen, das finde ich schon ein bisschen sehr beängstigend, aber das ist egal. Okay. Ja, das ist natürlich super. Kommt denn so viel Zeug her? Oder so wenig Zeug her? Okay, Kupfer, Dinsen, Steine, wir haben jetzt noch Uran noch und das rote Zahn. Wahnsinn. Boah, da kannst du auch so schnell gar nichts gegen machen, ne? Aber da wir diesem Planeten ja sowieso ab irgendeinem Zeitpunkt drauf scheißen wollten, ist es relativ egal, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Na gut, wir sind ja dabei, hier oben ja, sozusagen umzubauen, auszubauen, zu machen, zu tun. Schauen wir mal. Ich meine, wenn das jetzt hier oben so langsam losgeht und ich jetzt hier oben ein paar Sachen basteln kann. Aber was fehlt denn jetzt? Unterirdisches Fließband nicht. Dann sollte das hier unten bald los oder bald starten können. Richtig.
Fakt ist halt, ich brauche hier oben deutlich mehr Fließbänder. Ich brauche. Oh, warte. Ach nee, warte mal. Die schicken sich alle schon runter. Okay. Das heißt, du nimmst dir jetzt hier Stein vor. Stein, dann brauchen wir das Vulkanit. Den einzigen großen Vorteil, den man natürlich hat, du kannst auf jedem dieser Planeten Wasser machen. Auch wenn sie kein Wasser haben, zumindest halt auf den Planeten und auf den Monden. Wobei dann da wiederum auch die Frage ist, inwiefern das sinnvoll ist, das zu machen mäßig so. Zumindest gehe ich davon aus, dass du diese Wasserpumpendinger da platzieren kannst, oder nicht? Das muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich jetzt so nicht. Wobei ich glaube, du kannst die Wasserbrunnenpumpe überall platzieren. Das Problem ist bloß, du kommst halt bei Mods, die nicht davon sind, schwer raus, ob das geht oder nicht. Also, aber es steht nirgends vorbei, dass es nicht geht. Also Wasserbrunnenpumpe kann ich hier oben einfach so platzieren. Richtig, und dann hast du unbegrenzt Wasser und kannst auch unbegrenzt Strom theoretisch gesehen ohne Probleme erzeugen. Wobei wir uns, glaube ich, dann trotzdem sagen sollten, dass wir das nur erlauben auf Planeten, wo auch Wasser drauf existiert. Existiert bei mir Wasser? Nein. Doch. Ah. Riesengroßer See, alles voll hier. Existiert alles. Stimmt, ja. Ich dachte, bei dir wäre das nicht. Ich dachte, deshalb hatten wir bei dir so große Probleme wegen Strom. Ist ja was so ein riesen Solarding. So, dann holen wir jetzt das Ding hier mal einfach mal an. Wir hoffen, dass das jetzt hier so halbwegs funktioniert. So, haut das mal raus da. Jawohl, hier kommt Bewegung rein, hier kommt Bewegung rein. Jawohl, so, Anlage läuft hier oben. Bin hier mal gespannt. Also zumindest hier erstmal die Verarbeitung von dem Kram da. So, warte mal, hier kommen doch da keine Steine raus hier unten, oder? Anlage falsch gebaut. Anlage falsch gebaut. So wird es gebaut, rechts. Bestimmt, da kommt Uran. Da wird Uran. Das Zeug wollte ich da rein haben. Wollte ich ja das Uran, quatsch, die Steine hier oben raus arbeite und daraus ja hier
Ziegelsteine machen. So, jetzt komme ich hier, machst nach dem Wasser raus, machst nach dem Öl raus, machst nach dem Wasser, 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 Öl, Wasser, 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 Öl, Wasser, 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 Öl. So, wollte ich jetzt hier. Zeug hier loswerden. Das rein, da kommt Kohle rein. Jetzt muss ich mal gucken, was dann mit der ganzen Kohle und sowas hier machen. Da kommt Vulkanit rein und die Steine kommen da oben rein. Kunststoffstangen. Macht aber, glaube ich, auch keinen Sinn. Lebenserhaltungsbehälter macht aber, glaube ich, auch keinen Sinn. Nährstoff geht, aber das kannst du, glaube ich, unten nicht herstellen. Ein Luftfilter oder halt Kohleverflüssigung oder du verheizt das. Ja, ich muss mal gucken, was ich jetzt dann größtenteils anmache. Ich muss erstmal hier gucken, dass ich jetzt. Die ganzen anderen jetzt mal leer bekomme. Damit das Zeug hier laufen kann. Kiste, 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 Kiste. Oh, da muss ich jetzt halt hier erstmal kurzfristig so einen Zwischenspeicher von dem Zeug bauen, damit ich das nicht in Lager loskomme. So, hier macht ihr gebrochenes Brüll. Genau, da geht dann Schwefelsäure rein. Natürlich hier oben alles voll mit Steinen. Okay, das geht nur Strom raus oder was? Was, Alter, ihr habt wieder 186. Ja, Ja, okay. man speichert die Karte einigermaßen schnell, obwohl sie so einigermaßen groß ist. Okay, ich brauche definitiv noch mehr Solarpanels. Ja, ich in meinem besten Willen nicht. Haben 1400 hier unten aktuell. Ja, ich müsste mal ganz kurz gucken. Blaupause. Leg, 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 ruckel, ruckel, ruckel. Wow, geil. Was denn du jetzt kopiert, dass die ganze Logistik rum. Ach ne, doch nicht, die sind nur kurzzeitig runter. Ich habe nur mit der Blaupause angefangen, mein Feld da oben rübergegangen und ich bräuchte ungefähr so 4200 Solarpanels. Das kann ich dir nicht bereitstellen.
Hey. Echt kacke, dass du bei diesen Kernfragmenten immer normale Kernfragmente noch rausbekommst. Weil eigentlich baut man ja die ganze Anlage nur, um an die jeweilige Ressource dazu kommen. Zum Beispiel bei mir Kryonit und bei dir ja das andere Zeug da. Ich weiß nicht, was du meinst. Na dann. Shit. Habe ich keinen Industrial Connection mehr? Bloß, ich habe noch irgendwo so ein Industrial Connection liegen. Unten sind aber noch ein paar, aber auch nicht mehr wirklich viel. Was würden wir für so ein Hitzeschilder und Lichtbogenöfen? Ah, das habe ich doch mit Sicherheit noch hier oben irgendwo. Hitzeschilder und Wenn du Lichtbogen. dir eine Lieferdingsteskiste bauen kannst, kann ich sehr hochschießen, sonst ist nicht. Ja, ich hoffe mal, ich habe das hier noch. Hier sind noch Industrial Connections. Ich habe auf jeden Fall noch 7 Stück hier oben. Immerhin. Warum der hier nicht gebaut wird, ist mir aber ein langes Scheuer. So. Du kannst auf jeden Fall mal eine Rakete beladen mit komplett Solarpanels und Akkus. Könnt ihr jetzt mal ganz kurz ruckeln? Ich muss mal ein Buch Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe noch gar nichts gemacht, aber ist okay. Das Spiel fängt trotzdem an, immer runterzugehen. Nur durch deine Anwesenheit, weißt du. Aber ich muss dich leider ausbremsen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich mir am besten nicht vorstellen. Ist aber leider so. Ich glaube daran nicht, Felix. Wirklich. Glaubst auch nicht an Gott, aber das ist ein anderes Thema. Das ist richtig. Wir sind trotzdem am Ende der Folge angekommen. Ja, das ist ja schön. Das war jetzt am Ende der Folge angekommen. Das heißt aber trotzdem noch nicht, dass ich schon fertig bin. Ich würde jetzt einfach behaupten, persönliches Pech. Ich muss mich nur beeilen, weil sonst nehme ich meine Dingskisten hier voll. Meine Lieblingskisten und ja. Ist das nicht aber auch PP, dein Problem? Ach so, okay, natürlich, dann hast du recht, ja. Gut, so jetzt können wir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.